Wir setzen unser Dorfladentag fort mit der ersten Diskussionsrunde, nämlich kleiner Ort, aber es geht doch noch, dennoch. Dabei ist Herr Schätzel, Herr Neumann und Herr Rebenich, die es geschafft haben, natürlich mit vielen Mitstreitern gemeinsam, Dorfläden, Dorfladen in einem ganz kleinen Ort auch zu gründen und auch zu betreiben. Die Frage an Herrn Schätzel und Herrn Neumann: Wenn Sie nicht das gemacht hätten, was Sie getan haben, nämlich Ihre Öffnungszeiten dementsprechend angepasst haben, modifiziert haben, was wäre eigentlich dann passiert? Herr Schätzel. Ja, es geht ja bei dem wirtschaftlichen Verein um die Wirtschaftlichkeit. Wir hätten im Ende des Jahres einen Fehlbetrag gehabt. Und dieser Fehlbetrag wäre nicht unrelevant gewesen. Das wären ja mindestens, ich sage einfach mal 10-15% gewesen oder 20%. Das hält mal ein Jahr aus, aber was mache ich im zweiten Jahr? Und dann kommt es ja auf eine Rückabwicklung auf. Unser Inventar oder unser jedes Jahr in die Inventur, was unser Warenwert ist, wo die Gemeinde hat eine Bürgschaft über 15.000 Euro, dass wir damals ja überhaupt anfangen konnten. Und man tut ja dann in dem Moment Geld verbrennen. Und das funktioniert ja auf Dauer nicht. Wir sind ein wirtschaftlicher Verein und kein gemeinnütziger. Und wir leben nicht von Spenden, sondern von unserer Wirtschaftlichkeit. Das ist mein Statement dazu. Und Herr Neumann? Für uns ist und war die Öffnungszeit immer ein Prozess, der also einer stetigen Wandlung unterliegt. Denn es ist so, unsere drei Mitarbeiter erhalten ja einen Mindestlohn und entsprechend angepasst ist halt die Öffnungszeit. Jetzt muss man sehen, immer dann, wenn also der Mindestlohn angepasst wird, jetzt wird er also wieder steigen und dann wird sich also wieder etwas an unserer Öffnungszeit vielleicht ändern. Ich kann das mal an einem Beispiel deutlich machen. Vor einiger Zeit stieg der Mindestlohn pro Stunde um 50 Cent. Das bedeutet für uns einen Mehrbetrag an Kosten übers Jahr gesehen von 2.000 Euro. Und dieser Betrag gilt es aufzufangen. Also von daher ist es so, dass wir diese Blickweise, wie Sie das gerade eben hatten, nicht haben, sondern wir gucken immer, wie können wir so weit wie möglich den Laden offen halten. Informationslage voraus, die möglichst zeitnah sein soll, möglichst aktuell. Ja. Aus vielen Gesprächen, aus vielen Beratungen von Dorfläden wissen wir, dass diese Faktenlage nicht unbedingt immer aktuell sein kann und ist. Wie stellen Sie das eigentlich sicher, Herr Schätzel? Was Sie jetzt angesprochen haben, gehe ich davon aus. Also wir mit dem Vorstandsteam machen Sitzungen, sprich alle 2 bis 3 Monate. Im engen Vorstandsteam, ich als Vorsitzender, mein Schriftführer oder der einer besucht täglich und macht den Kassenschluss in dem Laden. Wir sind täglich auf dem Stand, wie unsere Wirtschaftlichkeit ist. Ich habe Einsicht, ich mache die Bankgeschäfte, ich sehe genau, was jede Woche eingezahlt wird. Und daran sehe ich, wie sich das verändert. Wie der Kollege auch gesagt hat, mit dem Mindestlohn, er wird ja ständig angepasst. Das macht bei uns im Jahr, wir sagen, 900 Euro aus von den Stundenzahlen, dass wir das anpassen müssen. Aber mit dem Mindestlohn sehe ich auch so, ich würde auch wenn der weiter steigt oder wir gehen auf 12 Euro, sehe ich nicht das Problem. Wenn das alle machen müssen, dann können wir das auch. Das sehen wir jetzt die letzten Jahre. Wenn wir überall eine kontinuierliche Steigerung haben, dann können wir das auch. Wenn die anderen das auch machen müssen, wenn sie es auch dann machen, dann können wir das auch. Und ich gebe doch meinem Personal lieber 13 Euro wie 12 Euro oder 11 Euro. Und das ist meine Aussage dazu. Ja, das ist eine sehr gute Haltung. Aber es setzt natürlich voraus, dass Sie, ich will nicht sagen tagesaktuell, aber aktuell im Bilde sind. Absolut. Ja. Eine Frage an Sie beide nochmal. Sie haben ja jetzt wirtschaftliche Vereine in Ihren Gemeinden, die diese Dorfläden auch betreiben. Im Grunde herrscht ja da so eine Art Gewaltenteilung, nenne ich es mal, zwischen der Ortsgemeinde und dem Dorfladen. Ja, das sind zwei unterschiedliche
Organisationsformen, die das betreiben. Wie bringt sich denn eigentlich bei Ihnen die Ortsgemeinde ein? Ich kann mir vorstellen, in so einem kleinen Dorf ist es doch essentiell, dass die Ortsgemeinde sich einbringt und in irgendeiner Form einen aktiven Part übernimmt. Können Sie dazu etwas sagen? Ja. Herr Neumann? Ja, also ich habe ja eingangs gesagt, dass also der Dorfladen zunächst von der Gemeinde betrieben wurde, weil unser Betreiber, der uns zugesagt hatte, abgesprungen war. Demzufolge hatten wir dann im Prinzip eine Situation, dass die Gemeinde an sich, der Ortsbürgermeister, die Gemeinderäte quasi verantwortlich waren für den Betrieb des Ladens. Das konnte nicht so bleiben, in der GEMO steht also entsprechende Passus. Also haben wir eine Satzung entwickelt, in der steht, dass also immer drei Mitglieder des Gemeinderates im Vorstand des Dorfladens vertreten sein müssen. Und die werden vom Gemeinderat entsandt. Und das klappt also sehr gut, muss man ganz klar sagen. Und somit ist das also entsprechend auch gewährleistet, dass die Gemeinde immer kurze Draht hat zum Dorfladen. Selbstverständlich, es gibt einen zentralen Ansprechpartner für die Gemeinde, das bin jetzt in dem Fall ich, der also immer mit der Gemeinde kommuniziert und das klappt eigentlich reibungslos. Also besser könnte man es jetzt auch eigentlich nicht darstellen. Also bei uns hier in Becherbach ist es ähnlich. Bei uns steht auch in der Satzung drin, dass zwei oder drei ständige Mitglieder des Ortsgemeinderates in dem wirtschaftlichen Verein mit im Vorstand sitzen. Die sind jetzt nicht abgesandt worden, sondern die waren schon im Vorstand und die sind auch automatisch bei der Gemeindewahl gewählt worden. Ist so. In meiner Person ist es so, ich war die letzten zwei Perioden Ortsbürgermeister und in Becherbach war das immer so traditionell, dass der Ortsbürgermeister, der hat den Laden eröffnet, der nächste Ortsbürgermeister hat den 10 Jahre geführt. 2011 habe ich das dann übernommen. Wir wählen alle 2 Jahre und wie letztes Jahr die Wahl war, oder im Frühjahr die Wahl war, und da hat der jetzige Ortsbürgermeister gesagt, also wäre gar nicht böse, wenn ich das doch, weil das so gut funktioniert, habe ich gesagt, ich würde mich bereit erklären, das wieder 2 Jahre zu tun. Und der war da ganz begeistert und deshalb habe ich das gemacht. Also bei uns ist es auch so, dass das eigentlich eine Einheit ist. Weil wenn das nicht ist, funktioniert es nicht. Funktioniert es überhaupt nicht. Der Herr Rebenig hat wahrscheinlich sehr aufmerksam zugehört, nämlich das sind alles Dinge, die ihn in Zukunft erwarten und in einer viel größeren Anzahl erwarten. Nämlich er hat gleich 7 Gemeinden um sich herum gruppiert und hat es natürlich geschafft, mit diesen 7 Gemeinden sozusagen als Gründungsmitglieder diesen Dorfladen zu initiieren. Herr Rebenig hat in seinem Vortrag gesagt, es war sehr, sehr leicht, diese Mitglieder auch zu gewinnen. Ich weiß natürlich als kleiner Insider, dass es auch andere Töne gab. Es haben nämlich nicht alle Gemeinden mitmachen wollen oder können. Und ich möchte Herrn Rebenig einfach fragen, wie er damit umgegangen ist und ob er uns darüber was berichten kann, warum diese Gemeinden nicht konnten oder nicht wollten. Es ist natürlich selbstverständlich so, dass es Gemeinden gibt, die dem Bündnis nicht beigetreten sind. Das ist bei der Anzahl von Gemeinden, die in die Diskussion mit eingebunden waren, eigentlich auch völlig normal. Voraussetzung war, Ausgangspunkt, dass wir mit 3, ich habe vorhin gesagt, Gründergemeinden ins Rennen gegangen sind. Diese beiden Gemeinden, die zu Winterbach dazukamen, also eben Schied und Gebroth, die wollten mitmachen. Also Reinhard Koch, der Ortsbürgermeister aus Ippenschied, kam schon sehr früh. Da war gerade klar geworden, dass unser Laden schließen wird, auf mich zu und sagt, Werner, das machen wir gemeinsam. Das war eine Feststellung, keine Frage. Ja, und es war ja auch eine grundsätzlich sehr gute Idee und wir haben uns auch darüber gefreut. Gebroth kam im Prinzip sehr schnell hinterher. Wir haben in dem Sinne gar keine Gemeinden angefragt, sondern haben immer gewartet, bis eine Gemeinde von sich aus ein Stück weit gesagt hat, wir würden gerne mitmachen. Also die Freiwilligkeit, an der lag uns. Wir wollten auch da keinen Druck in irgendwelche Gemeinderäte bringen oder so. Die Gemeinden, die bei uns beteiligt sind, die mitmachen, auch wir haben einen Wirtschaftsverein.
sollen das aus freien Stücken machen, weil wir von dem Engagement nichts haben, dass man sozusagen erzwingen müsste. Ja, das macht keinen Sinn. Die Gemeinden, die sich nicht entschließen konnten, mitzumachen, hatten Abstimmungen in ihren Gemeinderäten, wo die Fraktionen, die dafür waren, mitzumachen, immer knapp unterlegen waren. Bei beiden hat die Standortfrage eine Rolle gespielt. Das muss man wissen, wenn man 5 Kilometer weg ist und auch noch den Berg runter, sage ich mal, also Richtung Bad Kreuznach, dann wird es irgendwann schwierig, dass eine Ortsgemeinde sagt, wir wollen da unbedingt auf jeden Fall dabei sein. Es gibt auch das kleinere Karo von dieser Variante, auch das haben wir erlebt, dass im Prinzip gesagt wird, die machen das sowieso, da müssen wir uns nicht beteiligen, da können wir ja nachher einkaufen. Ja. Also auch das gibt es natürlich logischerweise. Ja, aber das ging dann nur um 2 Gemeinden. Ja, wir hätten also 9 sein können oder auch 10, das wäre bestimmt möglich gewesen. Aber wir waren dann auch so, dass wir gesagt haben, das ist eine Entscheidung, die ist zu akzeptieren, die kann ja später auch wieder revidiert werden. Ja, vielen Dank, Herr Rebenich. Lassen Sie uns noch mal zu Ihrer besonderen Struktur in Winterbach kommen. Sie haben ja einen Trägerverein. Und Sie haben einen Betreiberverein, das ist der wirtschaftliche Verein, wenn ich das so richtig zitiere. Können Sie uns dazu noch mal was sagen, wie Sie das aufgestellt haben und die Gründe, warum Sie das so gemacht haben, wie Sie es gemacht haben? Wir haben einen Wirtschaftsverein. Ja. Wir haben zu Anfang, bevor wir diesen Wirtschaftsverein hatten, standen wir vor der Frage, wir sind jetzt mehrere Gemeinden, wie kriegen wir das geregelt, dass alle Gemeinden sich da in gleicher Art und Weise, das war uns wichtig, also nicht Winterbach nach vorne mit 3 Delegierten und andere Orte dann mit 1, sondern jeder mit eigener Autonomie, mit eigener Souveränität die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten. Und da war die Frage, wie organisieren wir uns? Und dann haben wir uns nicht als Trägerverein organisiert, sondern einfach informell als Steuerungskreis, ja, der versucht hat, den Prozess weiter zu begleiten und weiterzuentwickeln. Und aus diesem Steuerungskreis ist dann im Prinzip der Wirtschaftsverein entwickelt worden, gegründet worden, Satzung diskutiert worden und dann auch eine Zweckvereinbarung unterschrieben worden, die dann auch die finanziellen Beteiligungen der Ortsgemeinden miteinander harmonisiert. Das ist ja nicht ganz unkompliziert, wenn von den 7 Ortsgemeinden 2 noch aus einer anderen Verbandsgemeinde sind. Ja. 3. Ja. Hat das auch eine Rolle gespielt, dass Sie, wenn Sie als Gemeinde, die in den Trägervereinen sind, einen höheren Förderungssatz bekommen als privatwirtschaftliche? Nee. Keine Rolle. Das hat für uns an der Stelle, glaube ich, keine Rolle gespielt. Ja. Für uns war es eine wichtige Frage, für welches Modell wir uns entscheiden. Und das haben wir nicht nur aus ökonomischen Gründen gemacht, das haben wir auch unter dem Gesichtspunkt gemacht, dass das von allen mitgetragen werden kann. Den Schritt muss man dann an der Stelle, denke ich, auch gehen. Ja, das ist auch eine wichtige Aussage, die Sie jetzt treffen. Also es waren nicht vornehmlich ökonomische Gründe, sondern eher, dass Sie alle Leute in einem Boot haben. Ja. Und dementsprechend dann auch. Der Vorteil war natürlich da, ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass in der Diskussion das ein zentrales Thema gewesen wäre. Ja, okay. Ja, haben Sie vielen Dank. Wir haben das kurz mal beleuchtet, wie Gemeinden, die sehr, sehr wenige Gemeindemitglieder haben, Einwohner haben, ihre Nahversorgung, ihre sozialen Treffpunkte organisieren. Vielen Dank.